Hallo und herzlich willkommen zu einem blitzneuen Video an meiner Seite, der großartige Alpha Schief. Ich bin euer Mr. Wetter 1974, weil ich kann halt sowieso nie alleine mal wieder von keine Ahnung hab. Aber der großartige Alpha, der kennt das. Und ihr könnt jetzt schon mal ran, weil ihr seht den Title Screen noch nicht. Was ist das hier? Hero in the Half-Chef. Ja, es könnte so ein bisschen sein. Also es ist so ein bisschen... Grüße an Frank Zander übrigens. Ja, großartige Hymne, wenn es auch jetzt nicht ist. Wir sind tatsächlich bei Power Rangers Lightspeed Rescue auf dem N64. Und dieses Ding gab es tatsächlich in Paarland. Man muss dazu sagen, der Emulator emuliert ist scheiße. Das ist ein anderer Punkt. Aber es ist auch nicht wirklich gut. Was? Emulator? Du bist also abwärtskompatibel? Ja, ist unglaublich, ne? Das ist ja fast wie die One. Grüße an PS4-Fanboys. Ja, soll ich dir mal den Arena-Modus zeigen? Ja, bitte. Ich muss aufpassen, wie ich rede, weil nicht, dass man mir vorwirft, dass ich dich imitiere. So, das ist schon mal ein guter Hinweis, weil das ist ja hier mehr als Standard. Guck dir mal an, so Lightspeed Megazord, das kann ich mir noch vorstellen, das ist der Megazord der Helden, ne? Standard, ja. Genau, so. Wir gehen es mal durch. So, Vector sagt mir jetzt nichts. Mir jetzt auch gerade nicht. Super Train Megazord. Ja, warte, das ist der, boah, wie hieß er auf Deutsch? Der Rettungseinsatz Megazord? Irgendwie sowas? Okay, schreibt das jetzt in die Kommentare. Dann der Evil Plasma Sword. Den habe ich. Ich will Plasma Sword. Also. Evil Plasma Sword? Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo der herkommt. Ich dachte jetzt gerade an den Titanium Sword. Keine Ahnung. Also siehst ja, das Einzige, was wir sehen, er ist Silber. Ja, es gab ja den Titan Ranger ja noch, ne? Auf Englisch Titanium Ranger. So, Story Mode breche ich mal ab. Wir sehen jetzt so eine Art Optimus Prime für Kassenpatienten und hauen jetzt mal hier mal richtig rein. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das ist vielleicht eine Lizenzgurke, ihr habt recht. Ich fand die Titelmusik von Lightspeed Rescue gar nicht mal so schlecht. Als ich glaube, die ist hier auch. Ich glaube, ich muss nur, werde überrascht sein, die Musik so leise runterfahren, weil da gibt's so Idioten mit dem Filter. Und Dann schreib doch mal den Erich an, der hilft dir gerne. Macht auch seinen Kanal. Ja, der macht das ja mittlerweile. Der macht ja auch Original-Lizenzmusik. Ich meine, ich weiß nie, ob das irgendwann, vor allem die GEMA dürfte das scheißegal jetzt sein, wie groß der Erich ist. Aber ist ja egal. So. Ich sag nur South Park. Ja, genau. So, habe ich jetzt gewonnen? Ich habe gewonnen. Ja. Ich hoffe, ihr merkt, das ist spannend. Sollen wir noch einen Kampf machen? Komm, Titanium Quest, das ist cool. Ja, wart's ab. Komm, wir nehmen mal alle drei, die da sind, weil das ist fast schon das Beste vom Spiel. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie war das nochmal der Verwandlungsmorph-Spruch? Warte. Super Ranger Einsatz? Glaube ich so, ja. Super Ranger Einsatz, glaube ich, war das. Und in Englisch natürlich Lightspeed Rescue, ne? Was ja irgendwie auch Sinn macht. Weißt du auswendig, in welcher Generation das war? Sechste, siebte Generation? Moment. Also reden wir jetzt von der Staffel her oder von Generation? Ich sag jetzt mal von Generation, weil Staffel ist dann, glaube ich, noch das, was kein Schwein hinkriegt, glaube ich. So, also Generation, Moment. Mighty Morphin, dann ja, das ist die Original, Genau. Ja. So, packen wir jetzt dazwischen Mighty Morphin Alien Rangers. Also, die waren in der dritten Staffel, das waren diese Ninjas. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Da war mal was Neues. Also, wir packen mehr dazwischen, tun sie aber jetzt so Generation 1.5. Hm? Oder 1.2, mir egal. So, dann kam generationsmäßig dann die Zeo Rangers. Dann die Turbo Rangers. Ja, das kenne ich dann auch noch. Dann die Space Rangers. Turbo war das, was immer so Auto, ne, und... Genau, Space Rangers, dann die Lost Galaxy. Ja, und dann kam die Lightspeed Rescue, also ich glaube, die siebte war das, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich glaube, diese Space-Abteilung, da gab es doch, glaube ich, eine, die für Power Rangers-Verhältnisse so relativ erwachsen war. War das Galaxy oder so? Das weiß ich, meine eher die Lost Galaxy, doch. Ich meine, Lost Galaxy war so ein bisschen die düstere Variante. Ja, das kam mir dann natürlich wieder nicht an.
Da war, glaube ich, das allererste Mal, dass ein Ranger gestorben ist. Ha! Ich wusste es. Sie müssen alle sterben. Ja, ich glaube, die Pinke war tot, aber danach kam sie ja wieder. Ne, so ist das ja. Wer die Original-Sentai-Reihe kennt, weiß, die sterben da gerne. Also im Original ist das heftiger? Ja, also die Special Rangers sind eigentlich die immer, die sterben. Okay. Also der grüne Ranger ist ja gestorben, also jetzt bei wo die Mighty Morphin-Serie angefangen hat, ist da der grüne Ranger ja gestorben. Mhm. Bei der Center-Reihe, bei denen jetzt, wie es weiterging, das gab's ja bei uns ja nicht. Wir haben ja nun den weißen Ranger übernommen. Wir westlichen. Die anderen sind ja noch geblieben, die anderen fünf. Da ist, glaube ich, keiner gestorben. Bei den Alien Rangers ist, glaube ich, keiner gestorben. Also jetzt, wenn wir jetzt von der Center-Reihe gehen. Bei den Zio, glaube ich, auch keiner. Weiß ich nur weiß, definitiv bei den Lost Galaxy. Ist da einer gestorben. Du siehst jetzt hier übrigens den Story-Mode. Warum bist du gelb? Oder sehe ich das gelb? Gab's da keinen gelben? Es gab einen gelben, ja. Okay. Ich dachte wegen der Titanium-Story, dachte ich jetzt. Weil witzigerweise, das willst du lachen, im Original ist der gelbe Ranger meistens ein Kerl. Okay. Bei uns ein Vibe. Ja gut, ein bisschen Flexibilität müssen die ja auch haben. Nur witzig. Und in der letzten Staffel, die jetzt in Deutschland lief, hier mit den Super Mega Force, ne, da gab's ja diese Great Battle in der Original Center Reihe richtig geil in Szene gesetzt. Also ist ja praktisch ein Movie gewesen. Habe ich mir eigentlich gewünscht, auch hier bei uns. Wahrscheinlich. Lass ihn ran. Nein. Ja, wahrscheinlich war es dem Haim Saban wohl ein bisschen teuer. Aber es ist jetzt immer noch bei Disney-Lizenz, oder ist Nein. die schon wieder? Nein, Haim Saban hat's ja wieder. Okay. Der hat's ja damals ja verkauft an Disney. Die haben dann, glaube ich, bei RPM aufgehört. Die haben gesagt, so, kein Bock mehr. Und Haim Saban hat es sich dann wieder zurückgeholt und hat dann weitergemacht mit der Samurai-Sache und dann halt mit der Super Mega Force. Aber wie gesagt, lustig ist, dass diese große Inszenierung des Battles nicht da war. Und irgendwie hat er wohl, klar, verständlich, wie bei Hideo Kojima, hat er wohl seine Serie nicht mehr so ganz im Kopf gehabt. Da waren, wer die Serie verfolgt hat, der weiß, dass der rote Turbo Ranger, also der schwarze, ne, später der blaue Space Ranger war. Okay. So, dann tauchte er mit auf bei diesem Great Battle. Taucht er auf mit dem Original Jason David Frank, der den Tommy spielt. Und Tommy der immer noch hier von CM Punk gebasht wird und zur UFC will, wo der arme Phil wahrscheinlich so die Hucke voll kriegt. Er sollte das lassen, weil der eine kann das wirklich. Ja. Aber wie immer gesagt, noch. Er kam wieder zurück als grüner Ranger. Das war ja, ne, für einen, der die 90er erlebt hat, so boah, epic. Ne? Ja, der war ja, den kenne ich ja sogar, der war ja auch nicht der schlechteste, weiß Gott. Nee, nicht. Und der gilt ja wirklich als der legendäre Ranger unter den Fans, ne? Ja, also, zu Recht auch. Ja, der ist der berühmt, also auf jeden Fall, der ist der beliebteste und berühmteste. Auf jeden Fall, wie gesagt, kam er da und dann hast du diesen blauen Space Ranger gesehen. Und davor gab es eine Szene, wo die, komischerweise sind die alle wie in Tokio in derselben Schlucht, ne? Was bei Tokio der Tower ist, ist bei uns immer dieselbe Schlucht. Frag mich nie, warum, ist so. Auf jeden Fall. Es ist dasselbe Set, Mensch. So, jetzt, pass auf, Szene geil. Man hat drauf aufgepasst. Als die Mighty Morphin aufgetaucht sind an einem Berg, ja, siehst du den Tommy nicht, weil er später ja unten bei die Kids steht. So weit, so gut. Ja. Dann kommen die Zio Rangers, siehst natürlich 4 von 6. Warum der Goldene da nicht aufgetaucht ist, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall ist der Rote nicht aufgetaucht, weil wir wissen ja, der rote Zio Ranger ist auch Tommy. Macht auch Sinn. Dann kamen die Space Rangers. Da siehst du alle 5. Wer jetzt glaubt, ah ja, natürlich der silberne Ranger. Nein, der war nicht dabei. Dafür der blaue. Nee, andersrum. Der rote Turbo Ranger, so rum. Der rote Turbo Ranger war dabei. Ja. Aber der war unten am Berg. Also jetzt frage ich mich, wieso ist er da oben? Als Turbo und unten als Space. Weil das kann. Weil der, so hab ich's mir auch gedacht. Also solche, ihr müsst mal drauf achten. Ich hab mir gedacht, what the fuck?
Epic, der müsste eigentlich der legendäre Ranger sein. Ich hoffe, du siehst gerade dieses Meisterwerk hier gerade, wo ja, wir bei Epic. Ja, du fährst gerade mit dem roten Lightspeed Feuerwehrauto. Ja, ist das nicht, hat das nicht ein bisschen was von Matchbox? Also du wirst lachen, die haben wirklich alle solche Rettungseinsatzautos. Ja, ja, aber guck dir hier mal das Gameplay an. Also das ist ja. Ich glaube, kein Lego-Spiel würde so albern sein mittlerweile. Nee, ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen doof, ne? Das ist ein bisschen doof. Boah, ich kann beschleunigen sogar. Boah, ey, das ist geil, ey. Ich glaube, hier kämpfst du gegen... Warte, ist das Orks? Ja, ich glaube, hier sind die Gegner Orks. Okay. Und danach in der Serie sind das Mutanten. Also bei der TIE Force. Mhm. Das ist witzig. Nee, aber die Serie ist geht jetzt weiter. Helm Saban hat eine Generation übersprungen. Okay. Ja, weil wir sind jetzt bei den Dino Chargers. Übrigens auch eine geile Staffel im Original. Davor war aber niemand anderes da. Die Go-Busters im Original, aber die hat er übersprungen, weiß der Kuckuck. Gefiel ihm nicht, oder was? Ich glaube, er wollte nur hinterherkommen, weil normalerweise war man ja gewohnt, dass er immer 1 bis 2 Jahre hinterherhängt. Mhm. Ich glaube, das war ihm jetzt ein bisschen doch zu lang, wie er hinterherhängt. Und ja. Das scheiß Internet wieder. So, guck mal, jetzt haben wir einen Bossfight. Ist das nicht ein Knaller? Boah. Oder wie er hieß. Aber lustig, ich bin mal gespannt, wie Dino Chargers wird, weil da ist es, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir da irgendwie gefühlte 12 Rangers haben. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, du hast aber geile Farben. Du hast, warte. Du hast ein Rot, Grün, Blau, Schwarz, Pink. So, dann hast du ein Grauen. Zum ersten Mal ein Grauen. Silberne. Okay. Ein Violetten. Violett ist jetzt nicht das erste Mal. Aber dann hast du einen Zyanfarbenen. Habe ich jetzt nochmal Grau, Silber, Zyanfarben, Gold? So, ich glaube, ich habe jetzt nichts da noch irgendwie, ich glaube 10 oder so, da habe ich auch gedacht, oh geil. Warum nicht? Man kann es ja machen. Genau, was kostet die Welt? Nö, aber schon lustig. Und danach die Staffel, die in Japan kam, also in Deutsch wird das ein bisschen komisch sein. Das sind diesmal mit Zügen. Okay. Das sind Rangers, die irgendwelche Züge sorts haben. Ja gut, das freut den Japaner. Da gibt's auch zum ersten Mal einen pinken männlichen Ranger. Der taucht mal kurz auf. Ich glaube, das kannst du hier im Westen nicht bringen. Aber die Serie, wie gesagt, die lebt ja immer noch in Japan. Die gibt's ja jetzt schon seit, lass mich lügen, 75. Ja, seit 75 gibt's sie. Aber die Kamen Rider gibt's sogar eher. Das kenne ich sogar, ja. Genau. Und die machen gerne Crossovers, das finde ich auch cool. Gibt's ja bei uns sowieso nicht, ja. Nee, wir hatten zwar einmal die Masked Rider, weißt du noch? Kennst du noch Masked Rider? Das hast du mir erzählt, also da, das kannte ich jetzt nicht mehr, aber... Serie Masked Rider. Ja. Der taucht ja zum ersten Mal in dieser Power Ranger Serie auf. Dann hat er seine eigene Serie bekommen. War nicht schlecht. Aber die hatte nur halt diese eine Staffel und das war's. Hm? Genauso wie die We Are Troopers, weil wie die auch hießen. Hm? Da hat übrigens dieser Tommy, ne, die Pilotfolge hat er mitgemacht. Aber hat er okay. Wohl keinen Bock gehabt. Scheinbar. Boah, ich rasch das hier aber runter, ey. Aber bist du gespannt auf den Film? Weiß ich jetzt noch nicht unbedingt. Den Reboot? Mal gucken. Meinst du, sie kriegen das besser hin als der erste? Ich meine, gut, der erste, ja, okay, das war für seine technischen Verhältnisse und seine Möglichkeit mit der Kohle vielleicht jetzt nicht so der Burner. Oh, kann ich telefonieren? Nee, ne? Ja, klar. Warum hast du eine Armbanduhr? Ich möchte übrigens kurz erwähnen, wir sind hier trotz, auch wenn man das nicht vermutet, grafisch auf dem N64. Joa. Läuft flüssiger als Resident Evil. Ja, aber du stimmst mir, glaube ich, zu, dass das jetzt hier nicht unbedingt ein Game ist, was jeder in seinem Leben gezockt haben muss. Oh. Ja, sei ehrlich, also.
Wo ist da... Seitdem du sagst jetzt als Fan, ist egal. Ach, ich habe schon wieder ein Level geschafft. Ach nee. Ha, ich würde sagen, wie Fußpilz. Einmal im Leben zu haben reicht. Mal gucken, wie viele Leute jetzt Daumen nach unten angeben, die gerade sich beleidigt fühlen. Nichts gegen Power Rangers. Aber schreibt, das Spiel ist nun mal schlecht. Schreibt euch nicht ab. Es gibt was gegen Fußpilz von Eva Sitt und sowas. Das kann man über einen Amazon-Link bestellen. Übrigens, in der Videobeschreibung findet man schwer. Gibt einen Tipp, unterm Video mal schauen. Kann ich hier zocken? Soll ich es mal langsam noch sagen, damit sie runterscrollen? Ein, zwei Mal hochscrollen? Also der ein oder andere schafft das, das weiß ich. Ja, ich weiß, beim dritten Mal tut der Finger weh. Man muss ja nicht übertreiben. Ja gut, ich meine, diese Generation, die wir da meistens haben, der tut ja meistens der Finger weh, wenn sie da irgendwie mit, hier so, wenn ich so an 10-Finger-Timmy denke, der da gerne mal 10 Daumen gibt. Übrigens wäre mal überraschender, wenn es mal 20 wären oder so. Mehr als 10. Ne? So ein bisschen wenig. Sind da auch 11 Spieler beim Fußball. Also ich kann jetzt mal einen draufhauen, ne? Mhm. Weil wenn ich ja schon, wenn man mir ja schon vorwirft, ich würde dich imitieren, mache ich mal was, was du nicht machst. Soll ich die Leute vollkommen gegen uns aufbringen? Was? Ihr wisst schon, dass das mein Nachfolger ist. Ich gönne mir jetzt, Vorsicht, Product Placement. Unterstützt durch Product Placement finde ich mal so geil. Ich gönne mir jetzt ein Pickup. Ja. Übrigens auch ein Amazon-Link. Genau, ganz wichtig. Und ganz wichtig hier, wie der Herr Rapp das immer macht, Dauerwerbesendung. Ja, stimmt. Lecker dieses Pickup. Jetzt mal ohne Witz zu diesem Game. Erkennst du hier eigentlich die Gegner oder so wieder? Oder ist das einfach nur alles schlecht? Ich erkenne da keinen Gegner wieder. Okay. Ich meine, ich habe die Serie lange nicht mal gesehen, aber... Aber es gab auch einen grünen Ranger, ja? Ja, das auf jeden Fall. Weil waren drei, ne? Das war die andere Farbe? Also rot? Es gab rot, gelb... Grün, ne? Ja. Pink, grün, blau. Ach, die hat auch 5. Ja, das, die Farbe... Die Farbe der Reihenfolge ist die Urbesetzung. Okay. Nicht bei uns, aber bei den Japanern. Deswegen kommt so oft der grüne Ranger auch vor. Weil die ersten Rangers, die waren ja wirklich rot, blau, pink, gelb, grün. Und die Japaner haben bisher in den gefühlten, warte mal, wann habe ich gesagt, 75, ne? Mhm. Gefühlten, boah, ist das jetzt 40 Jahre? Rechne ich richtig? Ja. In den 40 Jahren Power Rangers haben die bisher nur eine Staffel 3 männliche Rangers. Also wirklich nur 3 Besetzungen, 3 Kerle. Das war lustig. Ich glaube, jetzt verstehe ich, worum es geht. Ich soll hier irgendwelche Geiseln retten. Okay. Ja gut, das kam in der Serie auch oft vor. Ja gut, ich meine, ist in ja ein Rescue Team. Warum ja, auch nicht, aber... da ist noch so ein Vogel. So, langsam habe ich auch das Radar begriffen. Ich weiß, ich bin ein Kerl, ich frage nicht nach dem Weg. Ja, Schnauze. Also beim Amazon-Link gibt's ein Navi. Bestellen Sie jetzt TomTom. Weißt du, was das schöne Vorteil ist bei einem kleinen YouTuber? So wie du und Icke. Du kannst jedem durch einen Rotz erzählen, du musst nicht Angst haben, dass die Zuschauer abbauen. Gut, jetzt mal Butter bei der Fische. Wer soll denn da abhauen? Ja, stimmt allerdings auch. Ob er jetzt 2 Kommentare liest oder 0. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ja, deswegen sage ich ja. Genau. Und wenn einer jetzt sagt, ihr seid ja voll kommerzorientiert. Ja. Und? Ich meine, ich kann es mir leisten. Er hat sich übrigens wieder irgendeiner beschwert zu irgendeinem Video. Es war so geil bei Barney. Da hat tatsächlich irgendeiner geschrieben, das fand ich so lustig, was mir denn einfallen würde, solche Videos zu machen. Leider konnte ich nicht mehr, weil der war so mutig, der hat seinen Kommentar selber gelöscht. Ich lösche ja, wie ihr wisst, nur Kommentare, die mir auch wirklich vollkommen gegen den Sack gehen. Da kenne ich da auch jemanden, der räumt grundsätzlich auf. Der hat, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Es muss echt Spaß machen. Naja, auf jeden Fall konnte ich nicht mehr antworten. Sonst hätte ich dem nicht geschrieben, wie peinlich muss man sein, nach solchen Videos zu suchen.
Ja, wer in aller Welt guckt mal, ey, sag mal, gibt's auch von Barney ein Videospiel? Ich guck mal, super. Oder heute war auch ein schöner Kommentar, da sind ja, wir nehmen das ja heute einem Tag auf, wo man wieder heute die lustigsten Kommentare der Welt hatte. Und da war auch so ein schöner Kommentar, Game, klasse, Video, scheiße. Ja, aber du guckst beim falschen Kanal. Guck bei mir. Bei dem anderen ist das zwar auch alles ziemlich gleich, aber eben leider scheiße. Dafür kann ich nichts. Ich hatte auch irgend so einen Vogel, der mir geschrieben hat, oh, ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen für so ein schlechtes Video. Ich habe da auch mal so drunter geschrieben, ich so, gut, dass du danach suchst. Timo, ich guck auch immer die worst YouTube-Videos, natürlich, weil ich total bescheuert, wenn ich total eine Macken hab. Vor allem, auch das ist etwas, das kann mir mal bitte einer erklären von euch Vollnullten da draußen. Wieso guck ich mir Sachen an, die schlecht sind? Ich meine, das habe ich nie verstanden, das werde ich wahrscheinlich auch nicht. Aber, nun ja. Hat sich übrigens, das fand ich auch lustig, hat sich tatsächlich einer mal wieder beschwert, ich hätte ja mal wieder das ein oder andere schlechte Spiel gemacht. Als Ergebnis kam aber, oh, jetzt ist der Rote. Ach komm, die 5 Minuten haben wir jetzt noch, dann machen wir jetzt eben den Roten auch noch fertig. Vielleicht sind wir dann sogar durch. Bei diesem super anspruchsvollen Spiel hier. Ja, da hat sich tatsächlich einer beschwert, das fand ich so lustig. Ich würde ja nur schlechte Sachen zeigen. Umgekehrt war allerdings aber 10.000 Leute, die sagen, ey, zeig weiter den Scheiß! Ja. Ja. Du kannst auch sonst einfach bei anderen gucken. Es ist auch übrigens erlaubt, auch hier nochmal für die Leute, die es nicht wissen, mir ist es ziemlich wurscht, wenn einer 35 Mal das gleiche Video macht. Ich würde es mir nur nicht angucken. Also ich habe mal so eine Vermutung, weil wie gesagt, du hast ja auch so Phänomene, Leute wie Icke, die mal schreiben, hör mal, so ein scheiß Video. Mhm. Und dieses Video ist mit Absicht scheiße. Aber ist egal, habe ich mal gedacht, da sind vielleicht Leute, nichts gegen die Leute, sicher, die brauchen auch Zeit, eine Entspannung vom TV. Wahrscheinlich gucken sie sich scheiß Videos an während des Werbeblocks bei Mitten im Leben. Also ich sehe das oder ja... Oder Frauentausch. Also um mal zu sagen, die tollsten Kommentare, ich sehe das ja in den Zeiten. Ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Leute raus, von denen ich genau weiß, dass sie während der Arbeit posten. Ich denke, ja, die zwei, drei wissen das, Zwinker, Zwinker, die kennen das. Hier im Tour seid begrüßt, ne? Genau, Grüße nach Luxemburg erstmal, das meinte ich jetzt aber nicht, aber ihr wisst das ja garantiert auch, das ist ja kein Thema. Und da gibt's dann diese Leute, die dann zu den typischen Mittagszeiten posten, wo sie dann wahrscheinlich gerade wach werden, gerade ihr, weiß ich nicht, der Arbeitslose gerade wach wird oder eben tief in der Nacht, weil um 4.15 Uhr bin ich total kreativ, da poste ich am meisten. Ja. Ja, vor allem in der Woche. Ja, ich habe auch total die Muse, die knutscht mich um 3 Uhr morgens wach, wo ich denke, fuck, verdammt. Da muss ich jetzt schreiben. Da habe ich aber, da ist Potenzial, ne? Ja, hör mal. So hat der große Gatsby auch sein Buch geschrieben. Ja, jetzt kommen die Kommentare, du weißt nicht, wer der Gatsby ist. Richtig, denn ich arbeite. Obwohl, ich würde jetzt sagen... War das nicht Leonardo DiCaprio? Nein, das ist Spaß. Ich meine, ich bin heute aufgedreht, weil dieses Pickup in Amazon-Link gerne mal klicken, richtig lecker ist. Das ist aber auch nur dieses Pickup. Ja, aber nur dieses. Sollen wir die Leute noch weiter verärgern? Ja, warte, lass mich nochmal in Pickup beißen, weil es einfach gut ist. Lecker. Und natürlich gibt's auch Schoko und Milch. Übrigens auch natürlich nur mit natürlichen Zutaten. Und von links und rechts drehenden Joghurtkulturen und so. Und ich wette jetzt mit dir, würde mich nicht wundern, wenn du einen Kommentar kriegst, dass wir von dem bezahlt werden. Pass auf, ich toppe das jetzt noch. Ich mache jetzt mal das Unglaubliche, was man überhaupt nicht tun sollte. Nehme diese Flasche, trinke und sage, ja, ich mag auch Coca-Cola. Habe ich bei Facebook einen Text gelesen? Ach so, ganz wichtig. Wir müssen übrigens natürlich kurz nochmal 5 Sekunden Schweigeminute machen für unser Selfie, wenn wir hier ein Let's Play machen. Ach Weil so. Wir haben natürlich dementsprechend unsere eigene Facebook-Gruppe und natürlich ne, alle Partybilder auf Instagram. Richtig, letztens mit Sari noch in Vegas. Nein,
Nee, aber du bringst uns mal auf die Idee, wenn er mal wirklich lustig wäre, könnte er natürlich dann so, weiß ich, irgendwie Hangover parodieren, aber so lustig ist er dann doch nicht, ne? Nee, obwohl, er war ja auf eine Fete. Ich meine, Hangover hat er ja wahrscheinlich vergessen, die Kamera anzumachen, keine Ahnung. Haben sie geklaut. Auf jeden Fall fand ich auf Facebook so lustig, hat irgendeiner geschrieben, weil letztens wurde ich angesprochen von irgendwelchen von Leuten, die mir gesagt haben, ich könnte mit einer 21-Jährigen schlafen, wenn ich ihr Produkt vorstelle. Blitz, also mach Blitz 3, nenne ich das jetzt. Oder Das heißt, er hat Postgericht von Dagi B. Pass auf, Blitzsauber 3, nenne ich das jetzt einfach so. Hat er gesagt, ich werde diese Scheiß nicht vermarkten, weil ich habe noch Moral und Ethik. Also, mach deinen Satz mal komplett, ich sag ja gleich was dazu. Ich habe Moral und Ethik, ich werde das Produkt nicht vorstellen. Da hilft auch nicht von Sauermacher 3 mit der extra Limonenreinigungskraft. Das ist so extra noch so ein Werbespruch, ne? Und wenn ich jetzt noch zulage, kriege ich noch eine zweite Flasche dazu. Das dachte ich mir, geil. Um natürlich jetzt auch noch eine andere Gruppe gleich zu befrieden, die freuen sich dann auch. Das geht nur mit Aria Futur. Oh. So, haben wir die auch drin? Brauchen wir noch den Herr mit der Glatze? Apropos Herr mit der Glatze, das ist tatsächlich mal eine Geisel. Gut, also ich weiß nicht, das ist in mein Pickup geschrieben, P-I-C-K. Es gibt übrigens auch von Pickup, gibt es auch Autos. Im Amazon-Link. Ich glaube, die werden uns so hassen, das ist mir so egal. Aber ich sag doch, ihr könnt uns auch unterstützen. Auch mit Naturalien oder Grundstücken. Wenn wir schon dabei sind, ne? Jetzt habe ich wieder was ganz Verbotenes gesagt. Ich habe jetzt mein Fenster aufgemacht während der Aufnahme. Das ist egal, es ist ja. Das wissen vielleicht viele Leute gar nicht. Auch bei uns ist im Sommer warm. Weil das ist auch so ein Gerücht, also, ne? Um mal auch klarzustellen. Also, das sind ja so immer so Fragen, die wir kriegen. Mm. Ne? Ist nachts kälter als draußen? Ja. Ja. Hm. Ich habe auch mal ich nehme auch andere Farben an, nicht nur die PC-Bräune. Ja gut, wir haben ja unser eigenes Bräunungsstudio, das ihr auch auf dem Amazon-Link findet. Den Bräunungsmaster 2000 für den Extra-Toast. Gott, also ich sehe, also mich würde es nicht wundern, wenn es wenn's hier losgehen würde. So, wer jetzt nochmal fragen möchte wegen Einsteiger-YouTube, liebe Freunde, wer auf YouTube bisschen Aufmerksamkeit haben will, der muss wirklich so einen Scheiß machen. Das ist jetzt ungelogen. Ja, das Lustige ist ja, das ist ja auch sowas. Auch das sage ich immer so schön. Es ist ja nicht die Frage davon, ob du. Ich meine, gut, es ist nicht hilfreich, wenn du nun mal auch in echt so spannend bist wie ein Backstein. Das hilft grundsätzlich nicht unbedingt. Nein. Ein bisschen Unterhaltungswert sollte man schon haben, aber ganz ehrlich. Wer ansatzweise, deswegen diese lustige Sache von Moral und Ethik, wer ansatzweise diesen Scheiß länger macht als ein paar Wochen, der hat den Glauben an die Menschheit sowieso verloren. Und der wird auch nicht mehr wiederfinden. Siehe uns beiden. Ja, ist da, ohne Witz, man muss doch nur die Kommentare lesen und ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, dass egal wenn Aliens intelligentes Leben sehen, ein Kommentar direkt weiterfliegen. Ja, irgendeiner hat mich mal angeschrieben und sagt, ja, du willst so eh nur Fame sein auf YouTube und hast nicht gesehen. Habe ich gesagt, ja, was wäre daran verkehrt? Ja, uns laden sie noch nicht zum Videoday ein. Also da gibt's noch Wege nach oben. Ja, ne? Also. Wenn ich zum Videoday hingehen möchte, muss ich Sachen tun, davon träumt ihr nicht mal. Ja. Aber mal Spaß und da beiseite. Ist das, und um da auch mal ganz kurz zu sagen, die lassen mich schon gar nicht mehr. Ich würde es ja tun. Spaß mal Seite. Da haben sie mir gefragt, du willst so eh nur berühmt werden? Habe ich gesagt, wenn es passieren würde, wäre nicht schlecht. Und da hat er mir vorgeworfen, du hast dich eh nur von Gronkh inspirieren lassen. Jetzt hab ich mal zu dem kleinen 13-jährigen Kevin gesagt. Übrigens nochmal, es gibt mittlerweile Theorien, ich grüße hier nach Bochum, der das schon ein bisschen mitgekriegt hat, es gibt mittlerweile Theorien, dass der Name Kevin bei mir durch einen anderen Namen bald ergänzt wird. Das kann für die nächsten Jahre lustig werden. Nee, aber Spaß beiseite, habe ich dem gesagt, ich so, weißt du was? Du bist zwar jetzt erstmal gerade in der 6. Klasse, aber ich komme aus einer Generation, da war das Let's Play noch anders. Da war es noch auf NBC
Und das nannte sie Giga. Also den Scheiß, den ich mache, jetzt als Let's Player, ist nicht der Gronkh schuld, da ist der NBC Giga schuld, weil das, was die haben, wollte ich mal werden. Und meine Fresse, jetzt bin ich in Anführungsstrichen Netzreporter, denn ich kann zocken und Scheiße labern, also mehr wollte ich ja damals nicht. Also wir sind garantiert über, da gab es ja auch genug Flachpfeifen, das brauchen wir nicht zu sagen, das weiß ja selber, ich meine, es bei gab NBC ja... NBC Giga gab, schämen nicht jetzt. Du, jetzt mal ohne Witz, du weißt, es gab gute Leute, es gab aber auch absolute Hackfressen. Und ja, den Status der... Nur weil der Roman, der Schweizer, gegangen ist. Den kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Der war, glaube ich, keine 100 Folgen dabei. Oder 1000? Wie dem aber auch sei, aber auf jeden Fall diese im wahrsten Sinne des Wortes großartige, da gab es ja noch andere Hackfressen, ihr wisst das ja, sicherlich auch. Also da gab es ja auch Nieten, also zum Beispiel jetzt hier beim Reboot, wo da die ein oder andere gegangen ist, da habe ich eher gejubelt, als dass ich traurig war, um es mal ganz klar zu sagen. Aber ich sag mal so, die Backpfeifenhasen, da sind wir aber 10-mal besser. Und sonst würdet ihr ja auch nicht gucken. Ja, ganz aber das finde ich mal wieder geil, wenn man mir vorwirft, ja, du hast es doch nur gemacht wegen Gronkh, sage ich nein, wegen Eddie, Simon, Nils. Ja, aber die sind doch auch auf YouTube. Ja, wo waren sie vorher, du Flachpfeife? Hier auf Dailymotion. Richtig. Das ist übrigens ganz toll. Grüße hier an die Freedom Family. Da hat mir tatsächlich einer jetzt mitgeteilt, dass Dailymotion von Vivendi gekauft wurde. Ich wusste das schon. Dam, dam, dam. Das liegt daran, das kann man auch lesen, wenn man, ich sag's mal, nicht nur Bild online liest, sondern auch mal, ich sage mal zum Beispiel, jetzt mal Achtung, ne? Hier das Handelsblatt, da werden solche Sachen auch behandelt, weil mittlerweile hat man gemerkt, dass man im Internet Geld verdienen kann. Ich meine, ist obskur, ich weiß, kann auch keiner nachvollziehen, sei denn man ist irgendwie zottelig und wäscht sich nicht, aber... es gibt eben auch tatsächlich da mal andere Nachrichten. Aber natürlich gerne, ist immer noch wichtig, die Frau mit drei Köpfen, die ist natürlich interessant bei der Bild-Zeitung. Ja, oder die Olle mit drei Titten, aber ich glaube, das ist auch schon über 20 Jahre her. Ja, aber... Ich werde bestimmt schon hängen. Das ist doch egal. Die werden auch bei jedem Remake wieder ausgepackt. Übrigens waren die auch bei dem Ted 2 Film, also war lief niemand als die Olle mit den drei Titten durch die Gegend. Ja gut, ist ja, wie gesagt, ist ja im Total Recall Remake war das ja auch. Achso, ich muss Remake? Gucken. Natürlich gab's. Jetzt mal ganz ehrlich. Allein. Sorry, ich bin die Arnold Schwarzenegger Generation. Ja gut, dann solltest du den Achso, übrigens für die Leute, spoil ich mal eben kurz. Ganz wichtig, um erstmal direkt zu spoilen, Jon Snow ist am Ende von Game of Thrones gestorben. Jetzt meine Leute wieder vollkommen fertig machen. Und ihr kriegt mit Terminator Genesis total viel Spaß, weil die Amis durften den ja schon sehen und sagen, das Einzige, was Gute ist, ist Arnold, alles andere ist Käse. Und die Fritze, der Kyle Reese spielt, ist ungefähr so spannend wie der bekannte Backstein, den ich heute schon erwähnt habe. Gut, ich meine, ich tue mir auch den Film an und ich habe auch nichts anderes erwartet, weil ich gehe ja nur rein, um zu gucken wegen Arnold Schwarzenegger, weil der Rest ist mir eh scheißegal. Dass der schlecht ist, ist mir sowieso klar. Wie, du gehst dann nur wegen Arnold. Ey, ich bitte dich eh nochmal mit Back oder ich komme zurück oder wie auch immer die deutsche Übersetzung war. Ja, oder der berühmte Spruch, komm mit mir, wenn du leben willst. Sprich mit der Hand. Ich meine, dass Kyle Reese da jetzt kacke ist, war mir klar. Ich meine, der Original Kyle Reese ist cool. Schade, dass er jetzt nicht in Genesis aufgetaucht ist. Wahrscheinlich nicht mehr so jung wie die Sarah Connor. Ja, wie schon über die Sarah Connor Story wird wahrscheinlich eh... Ich habe da sowieso nicht durchgeblickt, also dass die jetzt... Also, wie war das? Die spielen jetzt eigentlich im Zeitraum des ersten Teils? Nee, die spielen den ersten und zweiten synchron. Ja, nee, ist klar. Nee, weil, das ist kein Witz. Also zum Beispiel dieser, der schon hier, weil nicht flüssiges Metall annehmen kann, der ist ja auch schon dabei. Der zum dritten Mal vorkommt, der flüssige Metall. Ja, also, ja, ne, also jetzt aber, ich sag mal, nicht die Version aus Terminator 3, sondern die Version aus Terminator 2. Und was auch so schön ist, wie auch bei Jurassic World, die Effekte von Genesis und auch die CGI-Effekte sind schlechter als Terminator 2 von damals, wie eben bei Jurassic World auch die Effekte schlechter waren als die, naja, Mischung aus CGI und Animatronic, die Spielberg bei Jurassic Park 1 hatte. Also das könnte wahrscheinlich dann der Dumtendo ja besser machen, ne? Ja, gut, ist ja jetzt kein Nintendo. Was macht der eigentlich, wenn jetzt Nintendo pleite geht? Hat das sich einer mal gefragt? Muss der dann arbeiten?
Ich meine, jetzt mal ohne Witz, ich meine, was machen wir mit solchen Typen? Ich meine, gut, der kann nicht viel, aber... Ja, ich meine, hallo, er hat ja Jurassic World, das Game, bekommen von... Ist das von Warner? Nee, nicht von Warner, von wem war das denn? Weiß ich nicht. Ist egal, von irgendjemand hat das bekommen, die PlayStation-Fassung, glaube ich. Leider. Nicht die Nintendo-Fassung. Das ist schon komisch, ne? Da wird er sich eigentlich untreu, also... Ich find's auch lustig, er hat in seinen empfohlenen Kanälen überhaupt nicht den Let's Play Markus. Ja gut, ist nicht seine Liga. Hat er doch vorher aber gehabt. Das ist schon ja wahrscheinlich mittlerweile anderes Netzwerk. Ja gut, wer sich die Malediven leisten kann, wahrscheinlich, warum soll man dann mit Kleinen rumhängen? Ja, ist auch richtig. Ist auch richtig. Nein, ich bin... Das wäre ja auch hier, wenn man das machen würde, das wäre ja auch ungelogen. Oder ungerecht. Sollen wir wetten, wann kommt der zu Studio 71 oder ist er schon da? Ich glaube nie. Dazu ist er zu gut. Der Unge? Achso, der. Ja. Na gut, das könnte schon eher passieren. Ja, ist er schon da, weil Floyd hat's, würde dich jetzt überraschen. Der ist da. Ja, das ist überrascht. Das gucken wir mal live. Nur mal für die Leute, um mal noch was zu sagen, damit ihr noch mal richtig kotzen könnt. Der das sind mittlerweile die Leute, die das junge Publikum, jetzt mal Achtung, junge Publikum bei A und D ZDF beraten. ARD und ZDF, junges Publikum. Das ist so wie Papst und Frauen. Ach nee, halt. Böser, schlechter Vergleich. Wie FIFA und Ehrlichkeit. Jetzt wird einer sagen, was verstehe ich jetzt gar nicht. Also, das ist jetzt lustig. Unser Großmeister Let's Player Gronkh himself, der ist bei Studio 71 Managed 2. Und unser LeFloid ist nur bei Studio 71. Oh, was ist denn da los? Ja, weiß ich auch nicht. Mal gucken, wo eigentlich der alte Sarazar ist. Der Sarazar ist auch da in Studio 71 Minute 2. Das ist ja normal. Was ist eigentlich mit Sergeant Rumpel? Gibt's ihn überhaupt noch? Der ist nur bei Studio 71. Also, irgendwie. Ist schon ein bisschen, ne? Der hat aber auch Verluste. Minus 34 Abonnenten, dann plus 9, minus 16, plus 14, 16, 10. Was ist denn da los mit euch? Das ist doch guten. Pass auf. 34 minus hat er, ja? Dann kommt wieder plus. Am Dienstag. Am Mittwoch kam minus 16. Donnerstag, Freitag, Samstag sind plus 14, 6, 10. Jetzt kommt's. Sonntag, Montag, Dienstag. Sonntag minus 98, minus 19, minus 16. Also der hat in den letzten 30 Tagen minus 462 gemacht. Okay. Was ist denn da los? Ja, aber muss man sagen, vielleicht ich habe auch wieder ordentlich was verloren. Das kann natürlich sein, dass hier der ein oder andere mit der Qualität dieses Kanals nicht zufrieden ist und einfach nur mit der RTL-Version der Retrozone zufrieden ist. aber ich glaube, das kann auch wieder sein, dass YouTube aufräumt. Das kennen Leute nicht, die nur zwei Abonnenten haben, denen fällt das nicht auf, aber das machen die gerne. Ja, außer bei den Großen, weil Gronkh hat keine Minus. Ja gut, weil wir in der Liga, das darf man, das macht ihr, oder beziehungsweise halt, das wisst ihr ja alle, weil ihr habt ja 20 Nebenkanäle, sonst werdet ihr die Daumen nicht geben. Wenn ihr mal einen neuen Kanal macht in Deutschland, der ist automatisch Gronkh vorgeschlagen und wenn ihr den nicht entklickt, habt ihr den abonniert. So, den Status hätte ich gern auch. Also PewDiePie ist immer noch bei Polaris. Und der hat 37 Millionen Subscribers. Ja, aber also der Hype ist auch vorbei. Was ist da los? Monat hat er jetzt nur 635.000 Abos gemacht. Was ist denn da los? Und monatlich hat er leider nur 294 Millionen Klicks gemacht. Alter, das ist doch jetzt mal ganz ehrlich, da muss ich doch schon mal den Hut zücken und Kumbaya in der Zone hier mal. Und monatlich macht er nur circa von 65,4k bis 1 Million. Was ist denn los? Alter, der ist doch bald ein Sozialfall. Frau Merkel, da müssen Sie was tun. Scheiß auf Drexit, wie hieß es? Genau, Pewixit oder so, genau. So geil, so geil. Ich sehe schon beim nächsten Webvideopreis Most Gehated Video. Das ist egal. Ihr könnt dieses Video auch gerne verteilen, auch unter den Armen. das ist mir jetzt vollkommen egal, macht uns reich und berühmt, weil sonst machen wir es selber. Jetzt muss ich dich aber jetzt enttäuschen, lieber Venom. Also, Platz 1 für den most gehatetes Video kriegen wir nicht, weil das hat irgendein Fabeldrachen.
Drachenwesen, Fabelwesen. Ja, gut, jetzt keine gut, Anspielung. Jetzt mal ohne Witz, den Wahlkampf zu erklären, hat er ja leider nicht mehr. Sonst, das war schon eine Inspiration. Also ich glaube, das hätten die Politiker gemacht, dann hätten sie nach dem Video eigentlich, wenn das Angela die Erste gesehen hätte, hätte sofort die Monarchie wieder eingeführt. Ich habe letztens einen Zeitungsbericht von den jungen Politikern gesehen. Junge Union, wie sie sich nennen. Das muss man dazu sagen. Dazu kann ich aber sagen. Junge Politiker. Jung. Ja. Sind so meine Generation. Jung. Ach so, Entschuldigung. Jung. Ja. Da wird, ganz ehrlich, wenn das junge Politiker sind, sowas, wenn sowas auf der Schule auftaucht, rufen die einen Erwachsenen oder die Polizei. Junge Politiker. Irgendwas diese... Die jungen Landtagswahlen das wäre übrigens mal geil. Kennst du noch hier ich glaube Scrubs hatte doch den Untertitel die jungen Ärzte oder so ein Scheiß, ne? Warte. Scrubs die Anfänger. Ach so, Entschuldigung, irgendeine Scheißserie hatte doch die jungen Ärzte. Das wäre doch vielleicht auch eine Idee für eine Serie die jungen Politiker. Aber in Deutschland. Natürlich in Deutschland. Ah, dann wird's wieder zensiert. Ja gut, die machen ja nichts. Was willst du denn da zensieren? Ich vermisse die gute alte Zeit. Also ich glaube, Politiker haben das abgelöhnt, was früher mit Beamten-Mikado war. Wer sich bewegt, verliert. Also ich glaube, das haben die mittlerweile auch getoppt. Also ich vermisse echt die gute alte Zeit, die gute alte Werbeblocks, wo Ronald McDonald noch bei Burger King essen war. Und Pizza hat. Ne? Und ja. 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 Was macht eigentlich der Anton aus Tirol hier, der DJ Ötzi hier mit dem geilen... Pizza Hut, Burger, McDonalds. Also der Pizza Hut, ja, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich immer noch einen lebenslangen Gutschein dafür. Aber gehe ich von aus. Dem ging es ja finanziell nicht mehr ganz so gut. Aber fürs Dschungelcamp hat es noch nicht gereicht. Weiß nicht. Vielleicht kann man den Song auch kombinieren mit DJ Bobo, dann kann er das gleich noch irgendwie. Hust. Und natürlich Detlef die Soest, weil da kennen wir jemand mit imakeyousexy.com, hat einen sehr großen Erfolg und hat jetzt eine Knie-OP. Und wenn ihr wissen wollt, ob mir das leid tut, nein. Übrigens war das jetzt, falls ihr diesen Ton gehört habt, das war jetzt übrigens mein Tablet, auch beim Amazon-Link beim Wende. Das ist übrigens das ganz teure jetzt hier, das neue iPad für gefühlt 2000 Euro, das ihr haben müsst, wenn ihr coole also wenn, People seid. Genau, wenn ihr auf den Amazon von Mr. Venom klickt und ihr gebt in der Suchleiste Tablet ein, das teuerste ist das. Genau, nicht mit sich dem Billigen zufrieden geben, weil ihr seid ja schließlich coole Guys. Ja. Und hippe Hippies oder so. Ja. Oder einen guten Rechner könnt ihr auch haben. Übrigens, bei meinem Video habe ich extra eine Web-WG. Also mal ohne Scheiß, wir müssen das wirklich mal machen. Das müssen wir vielleicht wirklich mal machen. Wir müssen mal ein Video machen, wo wir, in Anführungszeichen, das beste neuen Live-Parodie vollkommen in die Scheiße hauen. Also wenn ich den Hot-Button drücken darf, ist alles egal. rufen Sie an. Ist doch gar nicht so schwierig. Ihr Nachbar weiß es auch schon. Wollen Sie Ihrem Nachbar das Auto gönnen? Nein, also rufen Sie an! Wir suchen eine Automarke. Dann kommt diese russische Automarke, die kein Schwein kennt. Ja, das ist doch einfach, das wissen Sie doch. Jetzt überlegen Sie mal, das haben Sie einfach nur vergessen. Mein Gott, das kriegen Sie doch hin. Oh, wie der Einzige, der sich immer so aufgeregt hat da. Knallsinfarkt! Will hier was rausgeben? Keiner ruft an! Ich stehe hier und mach mich zum Clown! Rechnen Sie die Aufgabe aus, die hat man damals in der zweiten Klasse gerechnet, richtig. Genau. Die Quadratwurzel dieser Hypotenuse kennt man doch schon in der zweiten Klasse. Das fehlte mir als Comedy, das fehlt mir heute wirklich. Also deswegen, ja. Das ist zum Beispiel, wenn ihr da so einen YouTube-Kanal habt, der das die ganze Zeit macht, das fehlt mir. Ich mach mal eins auf. Das kannst du machen. Und nochmal hier ein kleiner Hinweis, ihr braucht mir nicht zu sagen, dass irgendeiner Macht und Magie Let's Play. Ich guck's mir sowieso nie an. Das war auch nochmal als kleinen Rausschmeißer. Ja. Ja, weil... Ich nenne den Kanal Hotbutton. Ich meine, gut, die Leute werden das wahrscheinlich falsch verstehen. Das ist egal, das kommt auf das Hotbutton Thumbnail an. Wenn ihr darauf klickt, zieht sich Gina Lisa irgendwo gerade aus. Gut, wahrscheinlich drücken die eher, damit sie sich anzieht. Das müssen wir übrigens auch noch machen, ja? Hier, das übrigens, das können wir mal aufrufen, weil ich weiß ja, wenn wir jetzt irgendwelche Titel nennen, werden die mit Sicherheit so gewesen machen. Also Gina Lisas Power Shopping, ja, machen wir beide. Ich gehe davon aus, ich kenne jetzt mindestens einen Kanal, wo das jetzt auch in den nächsten 2 Tagen hochkommt. Aber wir machen die lustige Version. Richtig. Also deswegen, ihr könnt auch gerne mal gucken.
Es ist auch mit, also man kann das übrigens auch als Vorteil nutzen. Das habe ich auch vielleicht, ich hau mal einen raus. Wenn einer das schlecht macht, mach ich's besser. Richtig. Das ist aber auch leider nicht manchmal so schwierig, das muss man einfach mal sagen. Ach, egal wer es war, ich war's nicht. Das ist egal. Wir kriegen das schon hin. Und ich will jetzt hier Daumen sehen und eine Menge Daumen nach unten und mehr als 10. Wenn ihr das nicht schafft, mach ich weiter Witze über euch. Oder eigentlich nur über einen, aber der hält sich ja, glaube ich, für irgendwie polyschizophren oder so. Also bei Daumen nach oben gibt's mehr von diesem Scheiß. Und vor allem gibt's dann mehr von diesen Witzen. Aber selbst wenn ihr Daumen nach unten macht, gibt's trotzdem diese Witze. Also. Du musst das so sehen. Es ist vollkommen egal, was da für eine Interaktion gibt. Die kriegen das vorgesetzt, was hier ist, was hier auf den Tisch kommt, gegessen. Richtig. Was glaubt das Klickvieh da eigentlich da draußen? Also die Illusion, dass ihr hier irgendwelche Mitspracherechte habt, jetzt mal ohne Witz, ist das hier eine Demokratie, das ist YouTube. Ist wie beim Mittagessen, wenn es dir nicht passt, dann ist es doch nicht. Also genau. Wenn es dir nicht passt, guck doch einfach weg. Genau, und solange deine Füße hier unterm Tisch, unsere Regeln. Ja, und das passt jetzt zum Thema, weißt du, wenn die sich schlecht äußern, sind die ja noch patzig, dass du schlecht antwortest. Ja gut, erstmal. Also die sind dann patzig, also die Leute sind dann wirklich dann patzig, dass du dann das nicht gut findest, was sie schreiben. Also ich meine, bei dem, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch genügend Kommentare, die versteht man gar nicht erst. Wie hat man kennst du Julian Bam? Nee. Ist egal, guck mal, der hat mal auch mal gesagt, wegen Fans, da war er auf Tour. Der hat ja, also das passt jetzt zu unseren Zuschauern, also jetzt nicht alle, fühlt euch nicht alle angesprochen. Nur um es mal ganz klar zu sagen, wir meinen jetzt nur die Arschlöcher. Richtig. Wenn ihr euch dieser Gruppe nicht interessiert euch das nicht. Richtig, aber geile Geschichte, er hat gesagt, er war auf Tour und dann wir sind ja auch nur Menschen. Die waren im Hotel und gegenüber im Hotel waren halt irgendwelche Stalker-Fans, ne? Solche Groupies, wie man so schön sagt. Und die haben dann Fotos gemacht und Steinchen drüber geschmissen und weißt du, guck, was da alles war. Da haben sie die Jalousie zugemacht. Da haben sie wohl in den Kommentaren sich noch drüber beschwert, dass sie die Jalousie zugemacht haben. Also sie haben sich beschwert, dass sie nicht stalken konnten. Wie geil ist das denn? Ja, das ist ein Problem. Das kennst du doch. Das kennt vielleicht unser Fabelwesen-Typ, aber sonst. Ja gut, der wird ja eher nicht gestalkt, sondern die wollen ihn ja mehr erlegen, weil die, glaube ich, der Meinung sind, wenn sie ihn, glaube ich, irgendwie zerteilen, ist das magische Kräfte, weil sowas kann es ja sonst nicht geben. Achso, du meinst, in seinem Blut zu baden würde dann Unsterblichkeit? Ja, weil das kann ja nur ein Wesen von einer anderen Welt sein. Sowas gibt's ja eigentlich Dragon. Nicht. Ja, ich möchte, The Last Guardian. Ich möchte, kommt das jetzt irgendwann 2035? Ja, ich habe heute übrigens gelesen, es soll nächstes Jahr, Ende des Jahres kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr bei der E3 angekündigt, dass es dann irgendwann in 2 Jahren kommt. Aber es wird natürlich viel besser aussehen. Ja, das natürlich. Und die haben gesagt, dass es damals, als sie das Video gezeigt haben, war das eh schon für die neue Generation. Ja, das war überhaupt nicht für die PS3 gedacht. Ja, richtig, genau. Ja, genauso wie Abwärtskompatibilität funktioniert nicht. Genau, richtig. Nee, es will ja keiner, vergiss das nicht. Ja, ich möchte noch einen wichtigen Satz raushauen. Ich weiß so, hier, ich grüße mal hier die Schattennase oder andere, die finden das ja mal lustig, wenn ich ein paar Sachen erzähle, was es so auf YouTube gibt. Ich möchte etwas erzählen, was... No shit, tatsächlich passiert ist. Der Kanal CockLP, den gibt's wirklich. Abonniere ich. Er macht aber nicht so viel. Wollte tatsächlich mich fragen, sollen wir nicht mal hier Videos machen? Nein! CockLP. Nein! Nein! Ich mag nicht Leute mit geklauten Inhalten. Nein, die mag ich nicht. Er hat tolle Inhalte. Braucht er gar nicht gucken. Ich glaube, der ist sowieso in 3 Tagen eh wieder weg mit dem Content. Aber gab's tatsächlich. Kein Scherz. CockLP. Wie tief kannst du schlucken? Nein. Das wäre lustig. Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, ich Let's Play a Deep Throat 1 bis 10 oder so. Nee. Ich glaube irgendwie was weiß ich, legalisieren Hasch und natürlich irgendwelche Dubstep-Scheiße, also alles schön zusammengeklaute Kacke. Letztens hat mir einer angeboten, dass er für mich kostengünstig oder kostenlos, besser gesagt, nicht kostengünstig, kostenlos ein Intro bastelt. Damit ich sehe, wie gut er ist, hat er natürlich auf seinen Kanal schon mal Intros hochgeladen, die er natürlich auch schon für andere Kanäle gemacht hat. Finde ich gut, dass er mit Ascher richtig dicke ist.
Ja, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Der Aschern, der ist ein richtig lockeren. Meistens mit Leuten, die unter 18 sind, aber das ist ein anderes Thema. Also finde ich gut, dass der Ascher ihn erlaubt, seine Mucke als Intro zu... Ja. Finde ich knorke. Das ist vergiss nicht, das ist die neue VIP-Generation. Oh Gott, mir ist so warm. Ich glaube, wir können es jetzt beenden, weil ich glaube, die zwei Leute, die jetzt noch zugucken, die finden das bis dahin eh lustig. Die anderen sind eh schon 10-mal ausgestiegen, haben das Video natürlich nicht bis Ende laufen lassen, haben aber trotzdem Daumen verteilt, gehe ich von aus. Ihr könnt ja auch gerne mal irgendwie sinnlos was kommentieren. Aber gut, ist natürlich gefährlicher, weil einen Daumen klicken, das schafft der eine oder andere noch. Aber bin mal gespannt. Mhm. Und geht mal davon aus, ne? Jo. Das Imperium schlägt immer zurück. Dam, dam, dam. Nur so mal als kleinen Hinweis. Ja. Na, seid mal einfach gespannt. Wie würden die Klingonen sagen, ist ein schöner Tag zum Sterben. Okay. So, wir sind jetzt raus. Und ja. Ihr tut jetzt gefälligst hier mit dem Daumen, was ihr nicht könnt. Also wenn ich gleich jetzt irgendwie sehe, dass in 100 kommen, was weiß ich, 100 aufrufe und es sind keine 100 Daumen, schreibe ich jeden an, der da kommentiert hat, wo ist der Daumen? Und zwar jeden. Und ihr habt da auch keine Skrupel, ich gehe den Leuten richtig auf den Sender. Und wenn da irgendwie kommt nur irgendeiner, ich habe meinen Daumen gesetzt, ja. Wo sind die anderen? Was ist da los? Oh je. Also ganz ehrlich, ne? Wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt. Eure Aufgabe ist, uns zufriedenzustellen, nie umgekehrt. So. Ist gut. Wie sagt der? Der Mond hat keine Angst, wenn der Hund ihn anbellt. Ha! Ne? Richtig gut. Oh, oder nee, nochmal hier, um euch zu motivieren: Nur unter Druck wird Kohle zum Diamant. Also, man muss euch ja mal ein bisschen peitschen hier, habe ich das Gefühl. Du wärst ein super Chef. Ja, ich sag doch, ich bei dem einen oder anderen Kommentar würde ich verschreiben, da wo sie gerade sitzen, kann ich mir wunderbar eine Penthouse-Palme vorstellen. Wow. Oder ein schöner Satz, der immer hilft. Wie lange sind sie hier heute mal nicht mitgerechnet? Das ist gut. Oder was auch so schön ist, was auch hilft, wollen sie einer von den 3 Millionen werden. Ja. Haben wir noch irgendwas? Sie haben eine Reise gewonnen. Ehrlich, ja. Zum Arbeitsamt. Genau, sie gehen jetzt in den Staatsdienst. Sie gehen jetzt in den öffentlichen Dienst. Kommt der Chef. So, sie kriegen einen Kaffee. Wenn sie einen Kaffee kriegen, heißt das schon mal nichts Gutes. Und wahrscheinlich wird der Kaffee auch noch berechnet. Das finde ich, das kann man ja noch vom Lohn abrechnen. Ja, wollte ich gerade sagen. Steuerlich absetzen. Ja, ist ein geldwerter Vorteil. Deswegen, also auch hier zum Beispiel, haben sich ja schon Leute beschwert über die heißen Temperaturen. Ja, ganz ehrlich, das kann man als geldwerten Vorteil benutzen. Das ist kostenlose Sonierung. Das ist Wellness. Dafür bezahlen Leute im Urlaub. Wenn wir schon so gut sind, jetzt hat gerade meine Olle dazwischen gequakt. Willst du auch noch was sagen? Wir sind richtig gut gerade. Sag Grüße. Mal was. Komm. Grüße. Komm mal, Neujahr. Gib Gas. Wir sind live auf Sendung. Switch, Hitbox. N24 und mein Live. Och, was sagst du zu der Politik? Oder wie findest du eigentlich den Pickup mit Schoko und Milch? Beim Amazon-Link gerne zu bestellen. Denken Sie dran. Nur drei Tage haltbar, aber greifen Sie jetzt zu und für den Preis von 10 bezahlen Sie 20. Also vergiss dann nicht, beim Rendern des Videos Dauerwerbesendung, ne? Das ist mir egal, vielleicht blende ich da irgendwie auch ein, irgendwie alle 5 Minuten, hier müsste ihr Daumen sein, oder? So als unterschwellige Werbung. So, ich sag doch, man müsste eigentlich wirklich so ein Verarschvideo machen, wirklich so aller neuen Live, so, wo ist der Daumen? Wo ist der Daumen? Ich will einen Daumen. Ah, super. Na gut, ich würde sagen, machen wir Feierabend, wir haben keine Lust mehr. Okay. Und jetzt hier, ihr habt was zu tun? Ich kontrolliere das. Ansonsten hagelt 6. Genau, wir geben Schulnoten für die Kommentare. Fleißnoten, ne? Grüße an den High Retro Game Lord. Deine Versetzung ist gefährdet. Ja, Sozialnoten, ne? Denk dran. Genau, Kopfnoten, genau.
Moral und Ethik bei YouTube ist uns sehr wichtig. Und am Ende des Jahres die staatliche Prüfung. Gab's denn eigentlich in der Staffel irgendeine Ische, die man aufs Thumbnail packen kann? Bei Lightspeed Rescue irgendwas, was Quote bringt? Und Klicks? Ihr hört das jetzt nicht, ich schneide das natürlich raus, klar. Ja, ich würde sagen, klar. Ich such dir gleich mal eine raus. Okay. Schicke ich dir dann. Seht ihr? Also, dieses Thumbnail werde ich natürlich nicht verwenden, weil ich möchte mich nicht auf dieses Niveau hier herabbegeben. Ja, und es ist ja, und der Venom imitiert mich gerade, natürlich imitiere ich ihn. Nee, wir machen das übrigens bidirektional übrigens. Oh, das ist so geil. Jetzt sind die erstmal für 3 Wochen beschäftigt. Gut. Was hat er gesagt? Schweinkram! Muss ich googeln. Ey, Alter, bestimmt eine Krankheit raus. Voll pervers, ey. Einfach mal melden. So, wir sind jetzt raus, wir haben keinen Bock mehr. Ich sag mal ciao. Ciao. Oder extra für Grüße an den Starkiller. Tschüss, bis dann. Ich klau ihm jetzt, ich muss den auch noch klauen. Entschuldigung, sonst hab ich kein Imitier-Archivement. Bing! Starkiller freigespielt. Yippie! Super. Wir sehen jetzt trotzdem raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.